Okay, Leute, heute sind wir im FH-Haus auf Route 15 nochmal. Hier gibt's Türen, die waren früher zu. Jetzt können wir hier rein. Und ja. Hier ist eine Zigarrenzelle. Nice. Nummer 79, glaube. So, wer bist du? Stimmt es, dass die dunklen Machenschaften der FA Foundation dank deiner Hilfe enthüllt wurden? Als Zeichen meiner Anerkennung möchte ich dir ein Pokémon schenken. Porygon erhalten. Dankeschön. So, das wäre dann auch ein neuer Dex-Eintrag. Fehlt nur noch die zweite Form. 90%? Jawohl. Spitzname? Nö. Und in den PC. Das virtuelle Pokémon Porygon ist ein Wunder, das unsere Wissenschaft hervorgebracht hat. Die Wissenschaft sollte stets den Weg in eine glückliche Zukunft weisen. Ich werde dafür sorgen, dass dieser Grundsatz von nun an wieder eingehalten wird. Sehr schön. Und du bist? Du bist Mulai, richtig? Pia hat mir von dir erzählt. Als Mitglied der Foundation schäme ich mich für all die Dinge, die hier geschehen sind. Wir stehen tief in deiner Schuld und können dir gar nicht genug danken. Ah, das brauche ich zum Entwickeln. Alles klar, danke. Die jüngsten Ereignisse haben den Ruf der Foundation stark beschädigt. Doch wir werden aus unseren Fehlern lernen und alles geben, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Ich habe eine Weile darüber nachgedacht, die FA Foundation zu verlassen. Aber Kinder und Pokémon liegen mir einfach sehr am Herzen. Da hat es sich ja gelohnt, hier hinzukommen erstmal. Sehr schön. So. Jetzt fangen wir endlich mal an, die Bonus-Story zu machen heute, Leute. Okay. Und zwar sollen wir ja auf Route 8 ins Motel kommen. Und das mache ich heute auch. Heute geht's los. Jo, dann wollen wir mal schauen, was hier so abgeht. Okay, hier sind wir richtig, definitiv. Da ist er. Sei gegrüßt, Mulai. Bitte entschuldige die Scharade bei unserem ersten Treffen. Danke, dass du den langen Weg zu uns auf dich genommen hast. Mein Name ist Libell, ich bin Mitglied der internationalen Polizei. Er ist also wieder am Start. Ja, ich glaube, das machen die jetzt ab jetzt auch immer. Der kommt immer am Ende. Und das hier ist meine Chefin. Es ist mir eine Ehre, Champ von Alola. Ich muss mich für die etwas ungewöhnliche Kontaktaufnahme entschuldigen. Mein Name ist Annabelle. Ich fungiere als Abteilungsleiterin für UB-Bekämpfung im Geheimdienst der internationalen Polizei. Tut mir leid, dass ich dich so überrumple, aber ich habe gehört, dass du mit UB-Schmarotzer in Kontakt getreten bist. Ist das wahr? Was ist Schmarotzer? UB01, Codename Schmarotzer. Das ist unsere Bezeichnung für Aneko. Es ist üblich, dass die internationale Polizei die Ultrabestie mit Codenamen versieht. Bei dir fällt bestimmt der Groschen, oder? Wenn ich dir sage, dass es sich dabei um das Pokémon handelt, das mit Cementa verschmolzen ist. Ich frage noch einmal, nur um sicher zu gehen. Bist du mit Ultrabestie Aneko, Codename Schmarotzer, in Kontakt getreten? Ja, da bin ich mir sicher.
Also sind die Geschichten wahr. Dann ist es beschlossene Sache, oder Scheffeln? Bevor wir fortfahren, möchte ich klarstellen, dass unser Gespräch von nun an der höchsten Geheimhaltung unterliegt. Du darfst mit niemandem darüber sprechen. Durch die Ultrapforten, die Samantha im Rahmen jenes Zwischenfalls kurzzeitig geöffnet hat, fand nicht nur die Ultrabestie-Schmarotzer ihren Weg in unsere Welt. Uns liegen mehrere Augenzeugenberichte vor, laut denen sowohl ein weiteres Aneko als auch verschiedene andere Ultrabestien in Alola gesichtet wurden. Ultrabestien sind gefährliche Lebewesen, deren Fähigkeiten die Grenzen unserer Vorstellungskraft überschreiten. Sie scheinen zudem gegen ihren Willen hier gelandet zu sein. Wir gehen davon aus, dass sie uns gegenüber äußerst misstrauisch und angriffslustig auftreten werden. Die internationale Polizei hat unserer Abteilung drei Aufgaben zugeteilt. Erstens, die Beobachtung und Analyse noch unbekannter Ultrabestien. Zweitens, deren konstante Überwachung zum Schutze der Menschen hier. Und drittens, die Gefangennahme oder auch Eliminierung gefährlicher Ultrabestien. Sollten die Ultrabestien eine konkrete Bedrohung für unsere Welt darstellen, dann haben wir den Befehl, sie unschädlich zu machen. Allerdings sind Libelle und ich uns einig, dass wir eine solche Entwicklung vermeiden möchten. Egal wie fremd und grausam sie uns erscheinen mögen, es sind trotzdem Lebewesen, so wie wir. Deshalb wollen wir ihnen helfen und sie vor diesem Schicksal bewahren. Aber um die Ultrabestien zu beschützen, müssen wir sie fangen. Und das bringt mehr Aufwand mit sich, als sich ihrer einfach zu entledigen. Leider verfügen wir nicht über genügend Personal, um diesen Plan in die Tat umzusetzen. Das war eine sehr lange Einführung, also kommen wir besser zum Punkt. Wir möchten, dass du uns als Champ von Alola zur Hand gehst. Wir brauchen deine Unterstützung beim Fang der Ultrabestien. Mulai, würdest du Teil unserer Einheit werden und uns helfen? Okay. Sehr gerne. Du bist also bereit, uns zu helfen? Wir stehen tief in deiner Schuld. Bleibt nur noch eins, Chefin. Ich weiß, Libell. Bevor wir dich in unseren Kreis aufnehmen, müssen wir dich noch einen Test unterziehen. Darf ich dich zu einem Kampf herausfordern? Du solltest natürlich gut vorbereitet sein. Also sprich mich einfach an, wenn du soweit bist. Oh, jetzt wird gekämpft. Ja, ich bin leider durch meinen Pokédex vervollständigen total overlevelt. Manche Pokémon sind schon Level 70 plus. Nicht alle, aber einige. Aber in der Bonus-Story interessiert das eh keinen mehr. Jetzt geht's eh drum, die Level 100 zu machen, von daher ist es egal. Bist du bereit? Dann lass uns anfangen. Zeig mir, wie stark ein Champ auf seinem Zenit wirklich ist. Okay. Na, was hast du denn so drauf? Wow, hat die lange Haare. Die sieht ja ganz cool aus. Das hat man jetzt die ganze Zeit gar nicht gesehen. Die hat ja coole Haare. Ja, trotzdem Level 61, krass. Wir sind Level 67, okay. Wir greifen an mit Nachthieb. Oder auch nicht. Was zur Hölle? Danke, Simsala. Du mich auch, Alter. Du mich auch. So, hier seht ihr die Level, ey. Krass, ne? Haut die mich erstmal weg, was denn da los? Ja, Psychokinese ist nicht effektiv auf mich. Sorry, Junge, sorry. So, du bist paralysiert, nice. Und nochmal. Okay, Simsala ist raus.
So, EP-Teiler ist natürlich auch wieder aus. Nibuna, okay, den brauche ich sogar selber noch für den Dex. So. Amphira dürfte mein stärkstes Pokémon momentan sein, weil wir im Eisgebiet gelevelt haben und naja. Feuer und so halt, ne? Okay. Ha! Und du hast keine AP mehr. Geil. Bin ja wieder richtig gut vorbereitet heute. Na, läuft doch. Matschbombe. Ich hätte mich vielleicht vorher mal heilen sollen, bevor ich gegen die kämpfe. Aber naja. Dann halt ohne Flammenwurf, ne? In dem früheren Spiel hatte sie Raikou, Entei und Latias. Ich weiß, das ist die alte aus Smaragd. Ich weiß, ich kenne die noch. Das ist aber schon ewig her, ey. Okay. Brutalanda, ja. Zerstör mich doch gleich. Warum hatten die einen Brutalanda? Fehlt mir übrigens auch noch im Dex. Ich habe nur die Vorentwicklung, muss ich noch leveln. Brutalanda, ja, gib's mir hart, ey. Geile Scheiße. Aber du hast eine gehörige Schwäche, mein Freund. Und tschüss. Die hat krasse Pokémon dabei, ey. Übel, übel. Relaxo, ja, es wird immer besser. Es wird immer besser. Ja, geil. Relaxo ist auch so ein übelst hartes Vieh, ey. So, Relaxo also. Na gut. Manche stehen halt drauf, ne? Wangenrubbler. Mach es. Gib ihm die Para. Nicht gut. Das Schöne ist, ich kann die Attacke Volt wechseln und kann das umgehen. Und tschüss. Wir hauen ab. Tja. Manchmal ist die Attacke halt doch geil. Eigentlich ist sie immer geil. So, wen haben wir denn da? Unser erstes Alola Shiny. Mittlerweile habe ich ja zwei. Das kam ja ein random Shiny Alola Vulpix. Kam jetzt irgendwo auf der Box rum. Oh, guter Damage. Und die Para wirkt. Nice. Das heißt, wir killen jetzt. So, was ist dein letztes Pokémon? Oh, wenn das Relaxo nach hinten kippt und die alte zieht das nicht rechtzeitig in den Ball zurück, ist sie tot. Da klatschen erstmal irgendwie, keine Ahnung, 10 Tonnen auf die drauf. Gefährliche Sache hier. So, Traumagie. Interessant. So, da muss ich schneller sein, sonst bin ich tot. Wenn ich schneller bin, ist es tot auf jeden Fall. Okay, wir sind langsamer. Das ist RIP. Das, obwohl ich einen Set-Move gemacht habe. Okay. Schade. Okay. Ja, dann müssen wir es halt mit Raichu klären. Hilft ja nichts. Du. Ah, gute Hälfte passt. Ah. Zieht mir zu viel ab, Leute. Also dafür, dass ich im Level-Vorteil bin, macht die ihren Job echt gut. Die ist echt stark. Die hat aber auch krasse Pokémon, ey. Übel, übel. Finde. Und RIP. Ja, hart. Guter Kampf, hat mir gefallen.
Nächste Mal heile ich mich aber. Bevor ich so einen Kampf anfange, ey. Vielen Dank, damit wäre der Test beendet. Ich bin von deinem Talent nicht nur überzeugt, sondern vielmehr überwältigt. Es wäre mir eine große Ehre, wenn du dich unserer Sache anschließen würdest. Endlich können wir dich in unserer Einheit begrüßen, Mulai. Dann wollen wir uns gleich an die Arbeit machen, oder? Die Chefin und ich werden uns um neue Informationen zu den Ultrabestien kümmern. Du solltest dich in die Geheimlabore des Äther-Paradieses begeben. Dort wartet ein weiteres Mitglied unserer Einheit auf dich. Sprich mit Vize-Regionalleiterin Pia. Sie wird dir alles weitere erklären. Am einfachsten ist es wohl, wenn du direkt mit Pia redest, Mulai. Pia? Das ist die Nette, ne? Ich habe mich damals schon gewundert, warum die uns nicht angreift. Ob die einfach nichts davon wusste. Aber so wie das jetzt klingt, gehört die zu der Polizei. Deswegen auch nicht schlecht. Nun gut. Dann machen wir jetzt weiter in der Bonus-Story. Wir haben noch Zeit. Direkt weiter. Ja, dann fliegen wir mal dahin, ja? Fliegen wir mal zu Pia und fragen die mal, was so geht, ne? So. Äther-Paradies. So, wir müssen in den Laborbereich. Okay. Wie schön, dass du gekommen bist, Mulai. Ich bin dir wirklich sehr dankbar für alles, was du für Lilly und Samantha getan hast. Lilly hat mich übrigens gebeten, dir zu erklären, warum die beiden sich nach Kanto aufgemacht haben. Samanthas Zustand gibt uns leider Rätsel auf. Wir wissen nicht, ob Anegos Nervengift schuld daran ist oder die Fusion der beiden an sich. Womöglich hat sie auch einfach die Z-Kraft überstrapaziert und leidet jetzt an den Nebenwirkungen. Irgendetwas muss jedenfalls eine schädliche Wirkung auf ihren Körper und ihre Psyche ausgeübt haben. Sie fiel daraufhin in einen tiefen Schlaf und war kaum noch wach zu kriegen. Zum Glück erinnerte Lilly sich an etwas, das sie einmal in einem Buch gelesen hatte. Das ist zumindest so etwas wie ein kleiner Hoffnungsschimmer. Du kennst doch ganz bestimmt das Pokémon-Lagerungssystem. Das wurde vor geraumer Zeit von einem gewissen Bill aus der Kanto-Region entwickelt. Und das System zu testen hat er damals allerlei Experimente durchgeführt. Irgendwie ist er dabei auch eine Art Fusion mit einem Pokémon eingegangen. Ja, rot, blau, grün und gelb, Leute. Wie cool ist das denn? Eine Fusion? Die schaffen es echt in dem Spiel, jede Gen anzuschneiden, ne? Immer und immer wieder. Und das hieß es ja auch von Anfang an, alle Gens kommen irgendwie vor. Und jetzt wieder die erste. Genau, es handelt sich hier um eine Verschmelzung von Mensch und Pokémon. Ja, zumindest war das eines seiner Experimente. In dem Buch stand auch noch, dass er damals seinen Teleporter mit einem speziell dafür entwickelten Zellteilungsprogramm benutzt hat, um die Fusion der menschlichen und der Pokémon-Zellen wieder rückgängig zu machen. Wenn er uns diese Maschine benutzen lassen würde, könnten wir Samantha vielleicht von den Giftrückständen der Ultrabestie befreien, die noch in ihrem Körper schlummern. Das ist jedenfalls die Hoffnung, die Lilly dazu bewogen hat, die Reise nach Kanto überhaupt anzutreten. Es hat mich zwar traurig gemacht, als Lilly und Gladio damals das Äther-Paradies verlassen haben,
Aber wenn man bedenkt, wie stark und entschlossen sie dadurch geworden sind, war es wohl zu ihren Besten. Neulich erst soll Gladio eigenhändig einen neuen Reißverschluss an seiner von Typ 0 zerfetzten Kleidung angebracht haben. Kaum zu glauben, wie sich dieser wohlbehütete Junge, dem immer alles nachgetragen wurde, doch gemausert hat. Und tut mir leid, dass ich dich jetzt so lange mit meinen Plaudereien aufgehalten habe. Hier, das ist für dich. Maximaler Satter, okay. Warum? Und das hier auch. Noch einer, warum? Ich widme mich dann mal wieder meiner Arbeit im Geheimlabor B. Okay. Geheimlabor B. Kennen wir ja. So, erschreck jetzt bitte nicht, aber diese Items sind alle für dich. Den SK. Okay. Wandgefäß. Seelentau, Alter. Das ist für die ganzen Legis. Latias, super. Wie cool. Die Präsidentin, die werte Frau Samantha, hatte vor, diese Items in ihrer Sammlung aufzunehmen. Sie hängen alle mit Pokémon zusammen. Wenn du möchtest, erkläre ich dir gerne, wozu jedes Item gut ist. Nee, brauchst du nicht. Ich weiß Bescheid. Aber danke, das ist cool, weil ich habe letztens erst gefragt, wie bekomme ich wohl das Supergefäß? Hier ist es. Alles klar. Müsste für Hooper sein, ne? Gut. Nicht, dass ich das gerade verwechsle. Und du müsstest jetzt hier sein, jo. Mal, das war doch noch nicht alles, oder? Ich bin doch jetzt nicht wegen dem Maximalasa dahergekommen. Bitte erzähle niemanden von den UBs. Wir sind zu strenger Geheimhaltung verpflichtet. Hier, nimm zuerst mal das. Du erhältst 10 Exemplare des Items Ultraball. Ich kenne nur Hyperball. Die internationale Polizei hat mich darum gebeten, dir dies zu überreichen. Was ist das? Das sind sogenannte Ultrabälle. Die wurden von der Effer Foundation unter strengster Geheimhaltung entwickelt. Diese Spezialanfertigungen dienen exklusiv dem Fang von Ultrabestien. Ah, den haben wir schon mal gesehen. Samantha hatte so einen Ball. Ja. Das sind diese blauen Dinger, ne? Dementsprechend teuer sind sie natürlich auch. Eine Massenanfertigung steht völlig außer Frage. Bitte überlege dir deshalb genau, wann du sie einsetzt. Dass die Ultrabesten hier erschienen sind, ist einzig die Schuld der Effer Foundation. Aus diesem Grund werden wir alles tun, was in unserer Macht steht, um zu helfen. Wie wär's, wenn du als nächstes bei Annabelle und den anderen im Motel auf Akala vorbeischaust? Vielleicht gibt es ja irgendwelche Neuigkeiten. Okay, das heißt, wir sollen zurück, Mädels. Können wir tun, klar. Jetzt haben wir Ultrabälle und ein paar Infos, warum Lilly gegangen ist, bekommen. Die will zu Bill, ey, krass. Ja, bitte nochmal Gen 1 und dann lasst uns zu Bill gehen. So, wir müssen jetzt zur Anlegestelle, nicht wahr? Ich verwechsel das immer, ey. Nee, müssen wir doch nicht. Wo müssen wir hin? Ich weiß immer nicht, wie ich hier wieder rauskomme. Laborbereich Eingang. Ja, wahrscheinlich zum Eingang. Könnte auch sein. Aber Anlagestelle geht, glaube ich, auch. Ich will aber einfach nur wegfliegen. Einfach nur hier vor. Genau. Einfach nur hier vor und dann fliege ich nämlich weg. So, wo wollen wir hin? Wir wollen jetzt wieder auf Route 8. Genau.
So, geheilt habe ich mich. Ja, ich bin mir sicher, dass ich mich geheilt habe. Okay. Okay, es geht weiter. Da ist sie wieder mit ihren langen Haaren. Ach, das gefällt mir. Die Haare von der finde ich cool. Wir kommen zurück. Du konntest also mit Pia sprechen. Nebel müsste auch jeden Augenblick hier eintreffen. Ultra-Bestie! Was ist denn jetzt los? Du musst schon in ganzen Sätzen sprechen. Ist irgendwas passiert? Sorry, eine schlechte Angewohnheit von mir, aber egal, wir haben andere Probleme. Mir liegen Berichte vor, wonach Schmarotzer vor kurzem gesichtet wurde. Und zwar hier auf Akala. Schmarotzer. UB01, Schmarotzer, die Mission beginnt. Verstehe. Nippel, Mulai, macht euch gleich an die Arbeit. Ich werde in der Zwischenzeit das Gebiet um die Stadt herum absichern. Mulai macht dich auf den Weg zum Ort des Geschehens. Nebel, du bleibst hier und gibst uns Rückendeckung. Oh. Eine gute Rückendeckung ist für unseren Auftrag außerordentlich wichtig. Wir müssen uns auf dich verlassen können, verstehst du? Jawohl. Ich mache mich auf den Weg. Mulai, halt zum Beinbruch. Tschüssi. Die Brille. Viel Erfolg, Chefin. Pass da draußen gut auf dich auf, Mulai. Falls du weitere Informationen oder sowas brauchst, bin ich hier. Ja, ich brauche... Wo muss ich denn hin? Das hat mir keiner gesagt. Hast du Neuigkeiten für mich oder bist du hier, um Informationen einzuholen? Was wissen Sie über die Ultra-Bestien? Was hat es mit Ultrabellen auf sich? Ich habe meine Mission abgeschlossen. Was wissen Sie? Die folgenden Daten liegen uns zu UB01 vor. Codename lautet Schmarotzer, doch die offizielle Bezeichnung ist Anego. Diese Ultra-Bestie ist ein Parasit, der sowohl Menschen als auch Pokémon befällt. Bisher wurde nur ein Exemplar gesichtet, und zwar an folgenden zwei Orten. Im Vela-Vulkanpark und im Dicta-Tunnel. Ah, damit kann ich was anfangen. Wir vermuten, dass sie sich immer noch irgendwo auf Akala aufhält. Hast du Neuigkeiten? Nee. So, okay, dann guck ich mal, ob ich das finde. Also, wir gehen zur Dicta-Höhle. Die ist chilliger. Wir gehen von unten rein, nicht von oben. Ach nee, da lande ich da. Nee, dann nicht. Ich dachte, ich lande da unten. Dann doch oben, bitte. Sorry, Leute. Unnötig, ich weiß, aber passiert. So. Jetzt muss ich hier lang. Okay, ich weiß nicht, was jetzt passiert. Ich speichere mal, weil ich hätte gern wieder das perfekte Wesen, falls es jetzt zum Kampf kommt. Schauen wir mal. Wo ist das Vieh jetzt? Okay, das klingt gut. Da ist es. Alles klar. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen erscheinen. Hüllt sich in eine besondere Aura und rastet mal wieder aus. Okay. Meine Frage, wer kann man die auch in normalen Bällen fangen? Oder geht das nur mit Ultraball? So, dieses Pokémon Anego hat einen zweifach geboosteten Spezialverteidigungswert. Das ist hart. Das ist hart, Leute. Greifen wir mal physisch an. Wow! Okay! Ich vergesse unser hohes Level immer. Das Vieh ist nur auf Level 55. Da muss ich sogar aufpassen, was ihr macht.
Ja, gut. Das sind die Ultrabälle. Mit der Mucke gerade los. Ein besonderer Ball zum Fangen von Ultrabestien. Andere Lebewesen lassen sich damit nur schwer fangen. Ja, da macht es auch gar keinen Sinn, die zu behalten. Auf geht's. Okay. Klasse, Fragezeichen, 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 Worte gefangen. So, Aneko, Wort im Pokédex registriert. Yay, zählt als Legi. Wäre ja auch blöd, wenn nicht, ne? Ja, das sieht halt aus wie Lilly, ne? Wie Lillys Anziehsachen. So, 90%. Ist nicht infiziertes Pokémon. Oh, okay. Eine rätselhafte Ultrabestie. Einige Berichten zufolge verwandelt die harmlose Stadtbewohner per Symbiose in äußerst aggressive Menschen. Was? So, Größe 1,20 Meter. Das Vieh ist relativ klein. Wiegt 55 Kilo. Ja, das... Alter, das Vieh ist kleiner als meine Ex-Freundin und die war ein Zwerg. Das... Das ist hart. So, ich hoffe mal, dein Wesen ist auch hart, weil ich denke mal, die spielt man auf hart, oder? Zeig mal her. Angriff 80. Ach nee, 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 tut mir nicht. Spezialangriff 161. Und ich habe tatsächlich ein neutrales Wesen gezogen. Okay, robust. Witzig. Also, es hat einen Angriff von 80, einen Spezialangriff von 161 und eine Spezialverteidigung von 151 und eine Init von 135. Angriff und Verteidigung sind crap, okay. Gut, Leute. Nächsten Part machen wir an der Stelle weiter. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.